Wollen wir mal. Stimmt, wir waren. Wir waren ja was mit dem Schuppen. Los, Leute. Gehen wir. Ignis, alles klar? Ja. Keine Sorge. Nacht! Warte auf uns! Da ist er. Der Schuppen. Ja, den haben wir von weitem schon gesehen. Hier. Das muss der Schlüssel sein. Ziemlich unverantwortlich, den hier einfach so verrosten zu lassen. Und, wo müssen wir jetzt hin? War auch auf dem Schild vorhin erklärt. Na dann los. Das vorhin ist schon ein paar Stunden her. Ich bin so blöd und hab mir EP-Buff gefressen. Auch nicht. Ernsthaft Großschwert. Gladio. Abflug. Wie zu erwarten war, beschwerlicher Weg. Konzentrier dich lieber, statt zu plappern. Tja, immer schön vorne weg, was? Das ist was Größeres. Aber es ist nur eine Kaulquappe. Ist nur eine Kaulquappe. Nehmen wir kurz die Magie raus. Überanstreng dich nicht, Ignis. Er steht neben mir und heult immer rum, das von wegen, ja, geh nicht so weit vor. Du stehst neben mir. Wir müssen alle Gegner beseitigen, damit wir uns die Maschine angucken können. Dann mal auf in den Kampf. Ja! Jagdspeer. Radio. Und Abflug. Nice. Ich war keine große Hilfe. Was hast du erwartet? Strom. Hier, der erste. Geht Strom, was hast du erwartet? Strom. Halt jetzt die Klappe. Das hat gut gepasst. Was hast du erwartet? Strom. Klingt gut. So, gibt noch einen. Was? Es gibt noch einen Generator? Wie immer. Ist eine große Maschine. Mit einem Generator kriegt man die nicht bewegt. Warte, wir müssen ja so laufen. Langsamer geht nicht. Ach, so ein schöner Sonntagsspaziergang, ne? Natürlich! Altverwandt! Außerdem muss ja einer vorgehen, um die Lage zu checken. Gucken, was so los ist. Leute, verwinkelten Dungeon. Nur weil hier ein Baum wächst.
Hinten ist der Schuppen. Doch gut aus. Wisst ihr, was schlimmer ist als Vorrennen? Vor Warpen. Euch da oben gesehen. Lass mich rein, sind wieder eins zu weit runter. War auch nicht die richtige Waffe. Fuck. Das ist negativ Damage. Neutral. Weird. Action. Und ist unsere Gruppe hier hinter ist der uns. Zweite. Schmeiß die Maschine an. Wer weiß, wie lange der Strom hält. Das weiß ich selber. Was für Panzer. Pass dich an die Gruppe an. Oh, zertrümmert. Und Abflug. Unlucky. Es ist gestorben. Komm. Ja. Ja. Ah, one shot. Wendung. Feinden aus dem Weg gehen. Ah! Das will ich sehen, wie du das nächste Mal dem Viehzeug aus dem Weg gehst. Frag mich, wie lange der Bier von denen noch anhält. Ist der Weg frei? So hat es sich angehört. Ja, sehen wir nach. Ich muss gestehen, ich habe schon wieder vergessen, wie viele Königswachen es eigentlich insgesamt gibt. Wir haben schon wieder so viel gemacht. Voll vergessen. Ich hätte ja Leviathan mal nachzählen sollen. Hey. Hast du etwa vor, so das Grab zu betreten? Was meinst du? Ich finde, deine Ahnen verdienen mehr Respekt. Und überhaupt, ich glaube... Du würdest am liebsten aufgeben. Natürlich will ich lieber aufgeben. Von hier an wird es noch viel mehr Opfer in meinem Namen geben. Denkst du? Ja, ja. Schon gut. Vergessen wir, dass ich dir diese Frage gestellt habe. Immer seine kleine Schwester umbringen. Einfach um damit er mal versteht, wie es noch das geht. Hä?
Wieso kriegen wir dafür einen Buff? Was? Jetzt kommen wir durch. Ein Glück. Es hat funktioniert. Ja. Hey. Was ist denn das für eine riesige Höhle? Das Grab muss weiter innen liegen. Kommt ihr mit? Was denkst du denn? Ich denk gar nichts. Sag mal, riecht ihr das auch? Ignis, nicht ausrutschen. Aber diesmal kommt 100% Boss. Soll also das Königsgrab verborgen sein. Hier kommt noch Hund. Hier muss doch ein Boss kommen. Und das wie beim letzten Mal, da kam auch kein Boss. Vielleicht kommt da später ja einer. Seht mal da! Das sieht doch verdächtig aus. Was ist denn das? Sind das Eier? Hinter diesen Eiern scheint irgendwas zu sein. Was ist das? Cthulhu! Was ist da? Ein Mobile. Ich bin ganz vollgesammelt. Negativ damit? Neutral? Nein, da war Chris. What? Das krittet. Was? Lauter kleine Mini-Viecher! Zerstampft sie! Das wird kein schöner Kampf. Das ist eine Art Säure. Seid ihr irgendwie bescheuert? Geh ich ja wieder lieber die Base infiltrieren. Das Roger! Nein, ich hab's gedodged. Die Lebensbalken sind einfach nicht existent. Verdammt, was geht denn jetzt ab? Nee, da kriegst du nichts Höheres. Ich darf meinen Tank nicht verlieren. Und Abflug! Der Crit hat gesessen, I guess. Nein, das heilt sich! Nicht wahr, oder? Komm schon. Und Abflug! Müssen wir ernsthaft erst das kleine Spielzeug killen? Was sollen wir tun? Ich habe absolut keine Ahnung. Es muss einen Weg geben. Wo ist denn Rage? Hat aus der Abstimmung. Was? Wir müssen was daneben. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Nacht! Lass mich etwas versuchen! Das Ding ist blind. Hat es funktioniert? Sieht ganz so aus! Respekt, Ignis. Vielleicht schaffen wir es.
Es hat sich das Kommando Kombinationsgabe angeeignet, okay. Hey, wir haben's echt raus. Geschafft. Ja, aber ohne Ignis wären wir jetzt Dünger. Wenn wir dich nicht hätten, Ignis. Fass sie besser nicht an. Am besten wir verbrennen sie. Stimmt, ich hätte einfach mal Feuer zaubern können. Ach, du meinst. Seht nur, eine Tür. Wer legt denn hier ein Grab an? Jemand, der was für zu verstecken hat. Katana. Großschwert. Kommt, zurück zum Bahnhof. Ja, gehen wir. Noch einer. Komm. Moment! Was ist? So kann das nicht weitergehen. Eure Streitereien bringen mich noch um den Verstand. Mal ganz offen. Mein Augenlicht habe ich wohl für immer verloren. Und trotzdem will ich bei euch bleiben. Bis zum Ende. Ignis, das ist zu riskant. Wenn du weiter mit uns kommst, bist du in ständiger Lebensgefahr. Aber wir sind doch da. Wir können ihn aber nicht ständig beschützen. Na dann soll er selbst entscheiden. Denn es geht aber nicht darum, was er will. Das weiß ich. Ich erwarte keine Rücksichtnahme. Wenn ich zur Last werde, verabschiede ich mich von alleine. Was ist, Euer Majestät? Noct, als König musst du für ein höheres Ziel kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer, Verluste oder Freundschaften. Gladio, Noct wird bereit sein, doch er braucht noch etwas Zeit. Ja, schon gut. Aber froh bin ich nicht. Ist das klar? Ignis ist das Gehirn und Claudio das Herz. 100 Pro. Obwohl Ignis auch ein Herz hat. Aber so vom Interagieren. Eine bricht voran, ohne nachzudenken. Eine andere denkt lieber noch mal eine halbe Stunde nach und sagt dann, was er will. Sag mal, können wir vielleicht doch nach Tenebrae? Klar, von mir aus gern. Wenn's dir dann besser geht. Und auf einmal alles in der Friede, freie Eierkuchen, wollt ihr mich eigentlich roffeln? Das ist dieses typische, boah, die Welt ist untergegangen. Und dann nächsten Tag so, oh, alles ist wieder in Ordnung. Ich habe die Fotos vergessen. Ah, ist egal. Auch keiner. Such dir in Ruhe aus, was du brauchst. Auch schon Vielen Fotos. Vielen Dank. Bis zum Der Journalist Mal. Soll das selber machen. Herr Fürtner, Herr Fürtner, ich würde gern los. Möchten Sie weiterreisen? Ja. Ja, danke. Bitte nehmen Sie drinnen Platz. Ich gebe dem Zugführer Bescheid. Die Synchronstimme kenne ich. Das ist eine ganz bekannte Sag, Synchronstimme. Wenn dir unwohl ist. Ja, keine Geheimnisse. Oh, der Zug. Versprochen? Der Bahnwärter ja, hat eine ganz bekannte Synchronstimme. Vorsichtig, Ignis. Was soll die Besorgnis? Ohne ihn bin ich verloren. Oh, ehrlich? Nein! Geh weg. Nein, wieso ist. Nein, 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 das wird keine schöne Zugfahrt. Nein, 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 nein. So, das war bestimmt Kapitel 10. Ich habe gerade ein Archivchen bekommen. Ah, ich mag den Typ. Ich mochte ihn erst und jetzt nicht mehr. Hassliebe.
Das ist eine absolute Hassliebe. Das ist doch ein schönes Bild. Das ist ein schönes. Sieht aus wie eine Pflanze. Gar nicht aus wie irgendwas Böses. Irgendwie stört Ignis da. Das sieht schon schlimmer aus. Aber das erinnert mich gerade voll an The Medium. Kapitel 11. Halt das Spiel. Ignis Entschlossenheit ist es zu verdanken, dass sich die Spannungen in der Gruppe wieder lösen. Mit neuer Kraft und neuem Mut steigen die vier Freunde zurück in den Zug und machen sich auf den Weg nach Tenebrae, in die Heimat von Luna Freya. Oh nein, aber es gibt gar keine Beerdigung, weil sie ist ja, oder? Nee, sie ist ja nicht gefunden worden. Ey, weil sie ja eins mit dem Universum geworden ist. Irgendwie entspannend. Ja. Fährst du ab Gralia den Regalia? Wenn ihr mich lasst. Wir hätten den Regalia zurücklassen müssen, wenn Camelia uns nicht geholfen hätte. Aber sie ist eine knallharte Geschäftsfrau. Ja, ein Jammer mit den Funkgeräten. Beim Kampf gegen Leviathan, als das Imperium den Rückzug antrat, fiel mir ein Luftschiff auf. Das des Kanzlers. Kurz nachdem meine Augen verletzt wurden, konnte ich gerade noch erkennen, wie es zum Altar flog. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Ist da jemand gekommen? Ja. Gladio ist zurück. Wo war er überhaupt? Auf Informationssuche. Ich hatte etwas aufgeschnappt. Sir, Auftrag erledigt. Ein Glück. Worum geht es denn? Um die längeren Nächte. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass sie immer länger werden? Bereits in Lucis hatte ich davon gehört. Aber in den letzten Tagen ist es mir auch selbst bewusst geworden. Ach so. Wenn das so weitergeht, dann ist es bald... Für immer Nacht. Ich fürchte, das wäre keine Übertreibung. 3 der 6 Götter sind vernichtet worden. Kein Wunder, dass sich das auf die Sterne und die Welt auswirkt. Ja. Längere Nächte bedeuten mehr sicher. Das spüren wir alle am eigenen Leib. Ich habe vorhin gehört, wie sich einige Fahrgäste darüber unterhalten haben. Und darum... Darum hat er mich losgeschickt, um mich umzuhören. Ich verstehe. Gehen wir, Ignis. Sie warten uns schon. In Ordnung. Bis später, Noct. Ja. Da gehen sie. Kommt doch bestimmt, Oh, da bist du ja, Noct. Ist das nicht abgefahren, diese Landschaft? Ja. Ah, die Wolken sehen nicht gut aus. Wo ist hier unser Mister, unser Schattengebundener? Das ist echt ziemlich verrückt. Irgendwas stimmt hier nicht. Wetterphänomen. Was ist hier los? Wirklich umwerfend, oder nicht? Ardin. Ich frage mich, ob das Schneewolken sind. Irgendwie unheimlich. Ist das nicht unglaublich? Irgendwie total unwirklich, meinst du nicht? Beinahe wie gemalt. Was zum Teufel hey, machst du was hier? Was soll das? Beruhig dich. Du machst mir richtig Angst. Was ist mit dir? Halt's Maul! Lass das! Was ist? Was habe ich dir denn getan? So ein Wicht! Hoppala. Stimmt, warte. Still dich, du Dreckskerl! Sag mal, Noct? Dieser Bastard! Das macht die Situation jetzt eigentlich nur noch schlimmer, die eh schon schlimm ist. Also unsere mentale Situation. Hilfe! Du machst mir richtig Angst! Genug mit dem Spaß jetzt! Hör auf! Ich kann ihn nicht anvisieren. Lass das! Du belästigst die anderen Fahrgäste. Du hattest jetzt... Ich meine es todernst! Ich dachte, wir sind Freunde. Willst du mich wirklich umbringen? Natürlich! Du Freunde. Entkommst mir!
Was führst du im Schilde? Wen willst du mir als nächstes nehmen? Du bist an allem schuld. Was soll das heißen? Wieso? Gibst du wirklich mir für alles die Schuld? Tu nicht so scheinheilig! Diesmal redest du dich nicht raus! Wie jetzt rausreden? Du machst mir ja richtig Angst. Ich bitte dich, hör mir zu! Schnauze! Er ist ein sehr, 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 sehr zweischneidiges Schwert. Und aktuell eher auf der schlechten Seite. Das ist, was... Ursprünglich ein Wüstengebiet ist diese Region nach dem Tod der Eisgöttin Shiva teilweise von Eis- und Schneemassen bedeckt worden. Sie beherbergten Garnisonen, Waffenfabriken des Niflheimer Imperiums. Kein Ort, an dem man sich länger als nötig aufhalten sollte. Wow. Bitte mal. Wann ist Shiva gestorben? Nocht, alles in Ordnung? Arden, er ist hier. Wie? Arden? Ob er es war, der den Zug angehalten hat? Ich verstehe jedenfalls nur Bahnhof. Gladio und Ignis sind vorne in den Maschinenraum nachsehen gegangen. Wir könnten ja im hinteren Teil nach dem Rechten sehen. Okay. Oh, die Solo-Violine. Was war das? Eine Explosion? Die anderen Fahrgäste sind in Gefahr. Nocht! Das Ding... Das ist schon cool gemacht. Schnell, flieh nach vorne! Elite? Innen ist es auch nicht sicher. Nocht, komm! Wir müssen im hinteren Teil nachsehen. Der Zug fährt immer noch nicht weiter. Überlassen wir den Maschinenraum Gladio und Ignis. Okay, gehen wir ans Zugende. Machen wir schon. Jemandem was passiert ist? Da draußen sind übelst viele Wachen. Eine Explosion? Die MI! Sie zerstören sich selbst! Wir dürfen sie nicht reinlassen! Ja, kämpfen wir draußen! Imperiale MI setzen sich auf den Zug, vernichten sie da, bevor sie ihm nahe zu kommen. Ach, bevor sie ihm zu nahe kommen, in der Selbstzerstörung zu einer Beschädigung. Okay, okay. Da kommt was Großes auf uns zu! Da kommen noch mehr! Verdammt! Das nimmt ja gar kein Ende! Das sind verdammt viele. Schaffen wir das? Noch? Wieder einer aufgestanden! Komm du! Komm schon! Und jetzt nicht bewegen! Es werden immer mehr. Das nimmt kein Ende. Doch, die besiegten MI stehen wieder auf. Aua. Wenn jetzt jemandem was passiert ist... Nein, der Magier, der Magier, der Magier! Nacht! Lange geht das nicht mehr gut! Du, komm du! Nicht bewegen! Noch! Wir sind am Ignor! Wann fährt der Zug endlich weiter? Noch! Ignis hat sich gemeldet! Der Zug fährt bald weiter! Okay! Ich nehme bald! Der Zug ist gleich im Eimer! Komm du! Wieder einer aufgestanden! Und jetzt nicht bewegen! Schön. Ja!
Really? Bleib zurück! Ein imperialer Panzer will das Feuer auf den Zug eröffnen. Warf dich zum Panzer und zerstöre ihn, bevor der Zug. Okay. Yeah, look, die besiegten MI. Konto! Nicht bewegen! Beeilen, sie beeilen. Oh Gott, der Zug. Wird er gern, aber der Warp-Punkt. Ach. Es ist super, wenn du anstatt zum Panzer dich zu einem Warp warpst. Einfach weil ich so dachte, ja, du drückst noch eine Sekunde. Nein. Ja, nee. Aber trotzdem hat er ganz schön viel Schaden genommen dafür, dass wir eigentlich ja immer gemacht haben. Weird. Und das Feuer von Weitem können wir auch nicht. Ein Panzer! Nacht! Kommt doch! Bleib zurück! Nacht! Beeilung! Nacht! Beeilung! Sieh nur, die Luftschiffe folgen uns. Anscheinend wollen sie den Zug angreifen. Dann müssen wir sie vernichten. Wie denn? Schieß. Oh, geht klar. Kommt um. Und jetzt nicht bewegen. Schiffsleiter. Okay. Okay, das passt. Die können sich alle in die Luft jagen. Ich komm nicht ran. Bin Bug. Vorsicht, weg hier. Es geht abwärts. Brennen. Na, wann mag das Spiel begonnen haben? Hast du den? Flug des Schreckens. Mensch, wir können ja bald nochmal die Infiltration machen, wenn das mit den Leveln so weitergeht.